schönes Wetter heute. Das erste Mal 17 Grad in diesem Jahr. Und das spielt mir natürlich auch mit dem Gedanken, ruhig mal das Moped rauszuholen. Ich bin schon auf dem Weg zum Schuppen. Habe das Moped da über Winter eingelagert. Absolutes Kultfahrzeug, die BMW R80. Ja, und hier steht das gute Stück. Über Winter holen wir die Fahrzeuge, mit denen wir oft unterwegs sind, immer so ein bisschen in den Vorschlag. Das heißt also, die kriegen dann auch eine kleine Behandlung für den Winter. Ja, und hier steht das Bike. Ist also noch im richtig guten Zustand. Vom Erstbesitzer gekauft, das war also ein Unternehmer, der das Motorrad 1986 in der BMW-Vertretung gekauft hat. Aber dann doch nicht so viel Zeit mit dem Motorrad verbringen konnte. Arbeitsbedingt, wie er sich das vorgestellt hat, ist also nur, hat nur zwei große Fahrten damit unternommen. Einmal zum Bodensee und einmal an die Küste. Und dann ist er noch so ein bisschen in der Gegend mit rumgefahren. Letztendlich hat das Motorrad ca. 2500 Kilometer gefahren, als wir es abgeholt haben. Ja, wir sind da jetzt schon mit, ich weiß gar nicht, ja, 14.000 Kilometer, nee, 13.000 Kilometer hat es runter, also ein bisschen über 10.000 Kilometer gefahren. Ja, und ich muss sagen, wir sind ja hier im Osten eher mit Simson und MZ aufgewachsen. Und hier haben wir aber auch ein Motorrad, was absolut solide ist. Dieser Motor wurde millionenfach verbaut und hat sich auch millionenfach super bewährt. Genial, einfaches Prinzip, wie es eigentlich immer schon bei BMW war. Dieser legendäre Boxermotor und ganz einfach belassene Vergasertechnik. Wir haben also hier unten die Schwimmerkammer, ganz einfach mit einer kleinen Spange drüber. Da kann man also in Sekunden schneller, ja, diese Spange abmachen und in die Schwimmerkammer reingucken. Vielleicht ein bisschen Wasser oder Dreck ist, dass man die mal reinigen muss. Wir haben hier noch so einen Filter zwischen gemacht. Ja, und das war die sogenannte Mono-Lever-Ausführung. Ja, da bin ich nun nicht so ein Freund von, aber das funktioniert. Es ist also das Rad nur einseitig gelagert. Das heißt also, wir haben gar keine durchgehende Achse, sondern das Rad ist da direkt am Kardan festgeschraubt. Und ja, sollte dann eben auch schnelleres Ein- und Ausbauen gewährleisten. Ja, schieben wir sie mal draußen ins Licht. Ja, wir putzen die Maschine auch hier nochmal so ein bisschen über. Wir haben da jetzt so ein Spray für den Lack. Den kann man direkt auf diesen, wenn er leicht angestaubt ist, den Lack drauf sprühen und dann nimmt das also ganz sauber runter. Das ist für Oldtimer direkt gemacht. Und ist dann auch noch so ein Schutzstich drauf, also das funktioniert wirklich super. Da gab es also auch noch die großen Seitenkoffer für. Die haben wir auch noch, die wurden also hier gleich mit so einem Schnellverschluss angeklickt. Das ging auch wunderbar. Ja, dann gucken wir nochmal nach dem Öl. Und dann kann es eigentlich schon losgehen, wenn Bordspannung anliegt. Das sieht ganz gut aus, halb voll. Ich also letztes Jahr erst einen Ölwechsel gemacht, seitdem ist ungefähr 500 Kilometer gelaufen. Ja, die Maschine natürlich im Style der 80er aufgebaut. Man sieht also hier auch die fetten Scheinwerfer. Hier ist also eine Zusatzscheinwerfer eingebaut, wie man aussieht. Die Maschine mit voll Licht fährt. Und natürlich auch der Hauptscheinwerfer. Auch ein Turmbrett, übersichtlich eingeordnet. Also, die Kontrolllampen, ganz oben hin und Licht. Dann haben wir
Kontrolle, Ladekontrolle. Leerlauf. Und also ab dem Licht. Dann haben wir hier noch was Luxuriöses. Der Griffheizung. Also hier die Griffe im kalten Wetter. So, beheizen. Ja, ansonsten eigentlich ein Tageszähler, alles was zu der Zeit irgendwie war. Ist also in dem Motorrad drin. Verschließbaren Tankdeckel. Da liegt so ein bisschen Werkzeug drin, hoffentlich denke ich dran, dass wir es nach Hause nehmen, bevor wir losfahren. Das klappert so ein bisschen. Natürlich schon mit moderner Scheibenbremse zu der Zeit ausgerüstet. Nochmal ein paar technische Daten. Gebaut wurde die R80 von 1985 bis 1992 in 13.815 Exemplaren, wobei die Zahl 314 Behördenmodelle beinhaltet. Die Modelle hatten statt der Hinterradschwinge eine Monolever genannte Einarmschwinge und ein 18 Zoll Vorderrad. Außerdem wurden das Design wesentlich überarbeitet, vor allem Aluminium, Filigrangussräder, aber auch das Heck mit Sitzbank, Heckbürzel und Seitendecke. Der Boxermotor mit 797 Kubik Hubraum und ca. 50 PS Leistung bei 6500 Umdrehungen die Minute stammt aus der BMW R80-7. Die Höchstgeschwindigkeit wurde damals mit ca. 180 km/h angegeben und bei einer konstanten Geschwindigkeit bei 90 km/h lag der Verbrauch bei ungefähr 4,6 Liter auf 100 Kilometer. Interessant ist, dass BMW von Anfang an immer diesen Boxermotor gehabt hat. Hier guck mal, das ist das erste Modell, was BMW in den 20er Jahren gebaut hat, die R32. Und ja, der Boxermotor hat sich bis heute durchgesetzt und erhalten als Markenzeichen bei BMW, dieser Zweizylinder Viertakt Boxermotor, prägend für BMW Motorräder. Hat also zwei Benzine, hier mal auch auf, seht ihr leicht, dass das voll wird. So, Benzin ist offen. Bordspannung liegt an. So, dann versuchen wir mal Schurk. Ja, Maschine springt super an. Ja, es ist auch kein Wunder, die hat ja wirklich noch gar nichts getan. Ja. Hört euch mal an, wie schön der Motor noch läuft. Ja, also mit 10.000 Kilometer. Ich bin gerade erst eingefahren und wir haben natürlich auch bestes Öl drauf. Der typische BMW Boxer Sound. Da ist noch ein bisschen kalt, aber nimmt so langsam auch Standgas an. Ja, und das war so die letzte Ausführung, wo auch noch die Linien an das alte Modell angelehnt. Die Farblinien drauf waren sicher heute nicht mehr, oder zu der Zeit in den 80ern schon nicht mehr handliniert. Aber hatte Style irgendwie. So, dann auf zur kleinen Frühlingsausfahrt.
mit der Maschine hier überhaupt kein Problem, mal so ein bisschen ab der befestigten Straße zu fahren. Bevor ich immer mal hin mache, Testfahrten, wenn ich irgendein Motorrad gerade repariert habe oder so. Weil ganz einfach eine wunderschöne Aussicht ist da hinten. Ist der Brocken. Mittlerweile alles ein bisschen Wolken verhangen, also eine ziemlich dunkle Wolke. Wir machen, dass wir nach Hause kommen. Aber so richtig schön warm heute. Ja, da hinten ist der Hügel. Der Windpark. Kann man das hier noch. Herrliche Rundumsicht. Ja, und wir fahren hier demnächst noch mal her, weil hier nämlich auch nur ein paar Tage ganz bestimmte Blumen blühen. Aber dazu mehr im nächsten Video. Ja, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, diese alte BMW, den Klassiker eigentlich von BMW, die R80, hier heute mal aus dem Stall für eine kleine Frühlingsausfahrt zu holen. Und ich muss sagen, das sind wirklich solide Maschinen, so einfach auch gebaut, und man könnte sich eigentlich draufsetzen, nach dem Öl gucken, Tank voll und dann die Welten drumherum. Ja, die Wolken stehen am Himmel, das hat gut geklappt. Ich muss sagen, zu der Zeit war der Name wirklich noch Programm. Da hieß nämlich der Werbeslogan von BMW: Freude am Fahren. Und das hatte ich hier heute Nachmittag. Vielleicht hat es euch auch ein bisschen Spaß gemacht, hier mit der alten BMW mal on Tour zu gehen. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Demnächst haben wir unser großes Bike-Schmiede-Festival, Wochenende nach Pfingsten. Schaut ruhig mal rein, mit Oldtimer oder ohne. Hauptsache ihr seid technikverrückt. Bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.